So, willkommen zurück bei StarCraft II Legacy of the Void. Wir sind hier auf der Sperre des Adun zusammen mit Vorazun, Artanis und ich bin natürlich Chaos AI. So gehen wir zuerst wie immer in den Solarkern und werden mal unser Gespräch, was wir das letzte Mal schon angefangen hatten, aber was ich nicht beendet hatte, mit Karax anhören. Ich kann kaum glauben, dass ihr den Kampf im Tempel überlebt habt, Tirach. Hattet ihr Zugriff auf verbesserte Waffensysteme, von denen ich nichts wusste? Oder ich habe das letztens weggeklickt und man kann sich's nicht nochmal anschauen. Verdammt. Gut, gehen wir mal hier rein. Wir haben nichts übrig. Okay, dann in den Ich Kriegsrat. heiße euch willkommen, Erach. Sprechen wir Die doch mal mit ihr. Nerazim haben tapfer an unserer Seite gekämpft, selbst als es um die Zerstörung ihrer Welt ging. Warum? Ihre wahre Heimat war immer Ajur. Sie haben weder ihre Herkunft noch das große Opfer jemals vergessen, das sie einst vor dem Untergang bewahrte. Ihr sprecht von Adun. Und so sprach Judicator Centeon. Adun jedoch verschonte die abtrünnigen Stämme, die sich da nennen die dunklen Templer. Wir sahen den Ausbruch des Zwielichtsterns. In diesem Augenblick des Verrats übergab Adun die Ketzer und sich selbst dem Schicksal. Er reinigte Ajur von ihrem Makel, doch er schenkte ihnen das Leben. Verrat? Adun entschied sich gegen das Blutvergießen und ließ Barmherzigkeit walten. Er handelte edelmütig, Bewahrerin. Tatsächlich? Ich sehe die Geschichte mit den Augen derjenigen, die sie erlebten, Artanis. Vielleicht seid ihr deshalb so blind für alles, was vor euch liegt. Die Lehren der Geschichte erschließen sich uns nur, wenn wir sie rückblickend betrachten, ihre Auswirkungen erkennen. Als Bewahrerin erfahre ich Geschichte stets unmittelbar. So wie diejenigen, die in diesem Moment dabei waren, sie erlebten. Vielleicht sollte ich versuchen, mich auf eure Sichtweise einzulassen. Genau, nicht immer nur die eigene. Gehen wir auf die Brücke und sprechen mit Vorazun. Shakuras ist nicht mehr. Diese Welt ist in die ewige Nacht eingegangen. Doch die Traditionen, die wir dort prägten, werden wir uns bewahren. Besteht darauf noch Hoffnung, Matriarchin? Mehr als ihr ahnt. Was wisst ihr über den Pfad der Schatten, Artanis? Nur wenig. Euer Volk weiht nur selten Außenstehende in seine Bräuche ein. Er ist unser allerheiligster Übergangsritus. Die Initianten sind auf sich allein gestellt. Angehörige ihres Stammes attackieren sie aus den Schatten. Wenn sie standhalten, werden sie Schattenjäger. Vollwertige dunkle Templer. Warum erzählt ihr mir das? Auch ihr wart auf euch allein gestellt. Wie ein dunkler Templer standet ihr einer Überzahl Feinden gegenüber und riskiertet euer Leben, um das anderer zu retten. Ihr habt den Pfad der Schatten beschritten, so wie wir es tun, Artanis. Ihr habt die Kala verloren. Ihr seid nun ein dunkler Templer. Das war natürlich unser Ziel. Gucken wir mal an, wo es hingeht. Shakuras ist gefallen. Und Amons Schlinge zieht sich fest dazu. Um gegen ihn aufzubegehren, werden Krieger allein nicht ausreichen. Als Hierarch wurde ich über Standorte informiert, an denen unsere Kalai-Wissenschaftler geheime Versuche mit einer neuartigen Waffentechnologie durchgeführt haben. In der Anlage auf Klassius wurde das Richterprogramm entwickelt. Wir müssen uns diese ungemein mächtige Technologie sichern. Dann werden wir da mal hinreisen. Klassius, das Innere dieser Anlage beherbergt die mächtigste Waffe des Imperiums. Hier wurde das Richterprogramm entwickelt. Richter? Die verbotene Waffe? Die Konklave ordnete ihre Verwahrung an, für alle Ewigkeit. Die ursprünglichen Richter befinden sich nicht hier, Bewahrerin. Sie sind noch immer unter Verschluss. Hier auf Glacios entwickelten unsere Forscher den Prototyp einer Waffe, basierend auf dieser uralten Technologie. Ihr erhebt euch über eure Kaste, Kalai. Das ist Ketzerei. Amons Übermacht ist zu groß. Wir stehen vor der Vernichtung. Wenn uns diese Waffe hilft, werden wir sie einsetzen. Tja, müssen wir mal gucken, ob das möglich ist. Und wir sind nicht allein hier. Die Tantarim sind hier. Sie greifen die Anlage an.
seine Schergen. Macht unsere Krieger bereit. Hat ja die Teilerin immer so als kleine, ich sag mal in Anführungszeichen, kleine Widerstandskämpfer kennengelernt. Weil langsam bemerkt man natürlich, dass sie eigentlich relativ groß sind im Universum. Die Richterwaffen, die hier entwickelt wurden, könnten sich für unser Arsenal als wertvoll erweisen. Das ist meine Hoffnung. Doch könnten sich Rohanas Befürchtungen bewahrheiten? Die Kalai of Glacius haben die Technologie an Prototypen bereits erfolgreich getestet. Diese Versuchsobjekte sollen sich in nichts von den Templern unterscheiden, denen sie nachempfunden sind. Eine Begleiterscheinung prognostischer Quantumanalysen. Sie sind und bleiben Maschinen. Messt ihnen nicht so viel Gewicht bei, Karrax. Auch wir sind Maschinen, biologischer Art. Oft staune ich über die Architektur, die Gestaltung, den sorgfältigen Aufbau unserer Form und unseres Innenlebens. Genauso wie wir die ersten Richter erschufen, erschufen die Xel'Naga auch uns. Was Rohana dazu sagt, wissen wir ja eigentlich. Seit der Ära des Zlists, bevor die Protoss durch das Licht der Kala vereinigt wurden, hat man sie nicht mehr gesehen. Ich fürchte, sie sind vor einiger Zeit zurückgekehrt, Rohana. Wir hielten sie jahrelang für fanatische Diener der Xel'Naga. Doch in Wahrheit hatten sie sich Amon verschrieben. Weshalb würde ein lebendes Wesen freiwillig Amon dienen? Das ist unklar. Die Tal'Darim nennen sich selbst die Auserwählten. Wofür Amon sie auserwählt hat, wissen wir nicht. Sie sind gefährliche Gegner. Die halfen, Hybriden zu erschaffen und Blut im Namen unseres großen Feindes zu vergießen. Protoss bekriegen Protoss. Die Da'elun verlangt Vergeltung für einen solchen Frevel. Sie müssen vernichtet werden. Wenn dies ihr Schicksal ist, so sei es. Diese Wörter, die mit Da'el beginnen, sind immer bestimmte Gesetze der Protoss. Die dunklen Templer haben sich freiwillig als Späher gemeldet. Sie werden uns über Amons Bewegungen auf dem Laufenden halten. Starten wir nochmal in die Missionsansicht. Wenn wir der Richtertechnologie habhaft werden wollen, müssen wir uns beeilen. Die Tal'Darim bereiten sich darauf vor, die Anlage unter Beschuss zu nehmen. So, Abwehrkanonen im Einsatz. Aber die Tal'Darim scheinen nur Berserker einzusetzen, zumindest sah das für mich jetzt hier gerade auf den ersten Blick so aus. Ich kann mich gerade nicht an diese Mission erinnern. Ich weiß, dass ich sie schon gemacht habe. Viel mehr Missionen allerdings habe ich noch nicht gemacht. Ich glaube, das dürfte sogar vielleicht die letzte, vorletzte gewesen sein. Danach hat auch ich mal wieder überrascht. So. Aber erstmal müssen wir sowieso noch den Ladebildschirm abwarten. So. Ui, ah ja, die doch, ich erinnere mich. Die Tal'Darim setzen die Phasenverschiebungsstrahlen ihres Mutterschiffs bereits gegen die orbitalen Verteidigungssysteme von Glacius ein. Ich bin der erste Aspirant aller und ich bin der Auftrag, diese Anlage zu zerstören. Falls ihr das Technologiegebäude sucht, dann kommt ihr zu spät. Es wird zusammen mit dem Rest dieser Körner vernichtet werden. Nutzt die verbleibende Zeit und verlasst dieses System. Oder verweilt uns in den Mann, die eure Streitkräfte zu Asche verbrennen. Hier ist es allein. Das ist so nicht ganz korrekt. Wenn wir sofort beginnen, sind unsere Truppen möglicherweise schneller als der Phasenverschiebungsstrahl. Dann lasst uns keine Zeit verlieren. So sieht's aus. Schauen wir uns gleich mal an, was erledigt werden muss. Oha. Der Strahl nähert sich dem Gewölbe. Wir müssen es erreichen, bevor es zerstört wird. Das ist also der Weg, den er einschlagen wird, der hier auf der Minimap so eingezeichnet ist. Unser Ziel ist es eben, vorher hier am Endpunkt aufzutreten und somit das Ende von dem Gebäude zu verhindern oder zumindest
verhindern können wir es nicht, das wissen wir. Aber dass wir die Geheimnisse vorher noch erobern können, sozusagen. Ich orte eine große Streitmacht der Tal'Darin, die sich außerhalb unseres Nexus-Punkts sammelt. Wir müssen uns auf einen Angriff einstellen. Wartet. Diese Protektoren wurden zurückgelassen. Lasst mich sie aktivieren. Sie sind sehr effektiv darin, Schilde von nahen Kriegern wiederherzustellen. So, dann wollen wir mal ein bisschen umstellen schnell. So, und ran an den Feind. Alle sind kurz benebelt gewesen. Oh oh. Ach, Mist. Nicht rechtzeitig geschafft. So, aber jetzt. Einen haben wir verloren, das ist schon okay. Und fertig. Unsere Tore sollten nun so kalibriert sein, dass wir auch sie warpen können. Sehr gut. Oder? Ne, können wir noch nicht. Ich hatte mich gerade gefragt, ob wir schon die nächste Stufe ausbauen können. Die nächste Stufe für die Waffentechnologie, Rüstungstechnologie und so weiter und so fort. Das ist allerdings noch nicht der Fall. So, ich brauche auf jeden Fall noch Immortals. Das kennt ihr. Ich spiele sehr gerne mit Immortals. Ja, wir bauen eine Sonde zu viel. Das hat auch einen speziellen Grund dann gleich. Wir setzen dann hier drauf auch die... Oh, wartet. Oh. Na gut. Gehen wir erstmal. Ich bin zurückgekehrt. Wir wollen ja nicht ewig brauchen. Gegnerische Einheiten. Also sind eigentlich auch die inkludiert. Hoffe ich. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Stimmt, ich wollte hier sicherheitshalber Kanonen hinsetzen. Na gut, dann vielleicht wenigstens das Ding hier, um die Kanonen, die wir aufstellen, bewahren zu können. Sag mal, was ist denn los? Da war der ewig. So, jetzt schnell das da oben. Upgrade durchgeführt. Oh, das Upgrade ist durch. Ein bisschen zu spät für meinen Geschmack. Aber hey. So, hier setzen wir gleich mal unseren ersten Landepunkt. Hier schon irgendwo irgendwas erledigen. Oh, da sind noch mal ein paar dunkle Tempel. Oh, 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 hier kommen wieder welche. Schnell zieht euch zurück. Wenn ihr das rechtzeitig schafft, dann unterstützt euch die Kanone. Ich folge dem Pfad. Erneut diene ich. So, jetzt aber. Immerhin die Pylonen gerettet. Wusste ich auch über die kleinen Erfolge vorhin. Unser so, jetzt sollten wir aber erstmal ein bisschen gewappnet sein für die ersten Gegner. Das Gefühl, wir hängen hier schon ein bisschen hinterher. Unsere Streitkräfte befinden sich in der Nähe des Phasenverschiebungsstrahls. Wir müssen wachsam bleiben und uns stets außerhalb seiner Reichweite aufhalten. Ja, Dammer. So, und jetzt kämpfen wir gleich da oben. Und diesmal werden wir auch mal diese Zeitfähigkeit wieder einsetzen.
Dürfen wir nicht schleifen lassen jetzt mal hier? Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Das ist fürchterlich, wir haben ja noch kein Energiefeld. Dann bauen wir da mal eins hin und hier machen wir gleich mal das Upgrade, das letzte. Keine Ahnung, ist ja völlig egal, dann nochmal dahin. So können wir ohne eigene Verluste hier durchschlendern quasi. Es scheint, als hätten die Wissenschaftler der Station auch hier rohe Solarit eingelagert. Wenn möglich, sollten wir seiner habhaft werden. Ausgezeichnet, das Solarit wurde geborgen. Hier können wir auch noch was mitnehmen. Gucken wir mal, was hier vor sich geht. Gut, dass die nicht gleichzeitig hochheben und schießen können. Hey, ich will hier durch. Ein Energieschild der Taldarim. Wir müssen seine Energiequelle zerstören, um den Weg frei zu machen. Und wo ist die? Ich bin zurückgekehrt. Wir müssen echt mal über die Informationsstrategie hier nachdenken. Ja, wir müssen das auch machen, aber wie, das müssen wir überlegen uns noch. Das weiß ich noch nicht. Ja, er findet mich schon einen Weg. Na? Ah, wir haben noch mehr Protektoren entdeckt. Ich werde sie unverzüglich aktivieren. Ja, Schilde. Sehr gut. Hier ist auch wieder... ein verschlossenes Tor. Muss doch irgendwo mal endlich die Möglichkeit sein, die Dinger auch wieder zu öffnen. Erstmal schnell den. So. Schilde heilen. Und schon kann uns eigentlich nichts mehr passieren. Jetzt gehen wir hier einfach noch durch und machen den Rest noch kaputt. Ah, Mist. So. Erledigt. Haben wir jetzt alle Tore eigentlich geöffnet? Würde mich interessieren. Ich folge dem Pfad, den die Schatten weisen. Ne, immer noch offen. Nochmal hier runter. Weil das Tor ist ja jetzt hier irgendwie offen. Die Hoffnung, dass es hier auch irgendwo möglich ist, vielleicht. Immortals. Das sind schon feine Sachen. Ich werde die mal auf die 4 legen. Kann man nämlich dort immer nachrüsten. Ui. Habe ich gesehen, dass er einen Carrier sogar hat. Heftig, heftig. Aber natürlich zerstörbar. Immer noch auf. Ja, immer noch geschlossen. So, ist jetzt mal hier einen neuen Punkt, zu dem wir unsere Einheiten warpen können. Wenn wir noch genügend Fernkämpfer. Wow. Hey. Und düdüm. Was ist das hier eigentlich? Braucht man das? Wir das? Müssen wir das zerstören? Ist das gut? Ist das schlecht? Prüf das mal schnell. Ja, hat jetzt irgendwie keinen nennenswerten Effekt gehabt, wie ich finde. Ich werde hier mal kurz reingehen und schauen, was man hier machen kann oder was, ob man hier was machen muss vor allem. So haben wir nämlich die Kanonen erstmal ausgeschalten, ohne dass wir hier wirklich Gefahr laufen. Weiterhin schwere Zerstörung erfahren zu müssen. So, alle mal ganz schnell hier drauf schießen, damit hier nicht noch mehr rauskommen.
So. Oh, mir gefällt das immer mehr, dass ich eigentlich die Dragoner diesmal wieder benutzt habe. Die heißt noch so, oder? Ja. War mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Die machen doch ganz gut Schaden eigentlich. Wie? Da war noch so ein Ding. Habe ich gar nicht gesehen gehabt. Langsam benötige ich wohl doch mal benötige ich doch langsam hier neue von unseren Fernkämpfern. Deswegen bauen wir gleich mal welche nach. Hier sind Immortals werden weiterhin gebaut, also alles safe. Das werden wir auch jetzt noch ein bisschen beschleunigen. Kaputt. Müssen wir mal schauen, ob wir hier noch irgendwas kaputt machen können. Eigentlich nicht, ne? Bin ich gerade mit der linken Maustaste irgendwo dagegen gekommen. Versuchen wir sie mal hier durchzulocken. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Ja. Der Model hat schon ein bisschen Schaden gerade bekommen, aber nicht so viel wie wir. Also irgendwie scheinen die ihre Leute zu schützen dort davor. Jetzt will ich noch mal kurz wissen, ob es mittlerweile... Oh, mehr Pylonen. Wollen wir mal ganz kurz hier. Immer noch nicht. Na gut, dann müssen wir uns jetzt erstmal hinter den... Hier noch ein bisschen vergnügen. Oh, Solarit. Sehr gut. Wir haben eine weitere Solarit-Probe erhalten. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich da weiter hochkommen soll gerade. Ach, hier unten lang. Aktiviere Protektoren in der Nähe. Sehr gut. Durchmarschieren. Na, die Fähigkeit ist schon ein bisschen was wert hier. So. Die haben wir durchgepowert. Keiner mehr da. Ah, okay. Jetzt könnte man hier das. Jetzt können wir hier neue Leute hinwarpen. Hebe Stasis der Protektoren auf. Ich bin zurückgekehrt. Und weiter geht's gleich. Greife Feind an. Langsam müssen wir uns ein bisschen beeilen. Hirach, die Flotte der Taldarim hat sich in Bewegung gesetzt. Ich orte mehrere Transportsignaturen, die sich auf dem Weg zur Anlage befinden. Oprismin. Sehr gerissen. Alarak aktiviert die alten Verteidigungssysteme der Anlage und setzt sie gegen uns ein. Kann er ja versuchen, ist ja alles kein Thema. Immer ihm ja auch gar nicht übel, würde ich ja auch machen. Wo ist er denn, der verdammte Templer? Hier hinten? Na, zu spät. Egal.
wir hier noch irgendwas machen? Kommen wir heute irgendwie an dem Laser vorbei? Was ist hier auf der Seite? Der letzte Solarit-Stückchen. Wir haben alle Proben des rohen Solarits gesammelt. Sie sind noch immer in einem hervorragenden Zustand. Ihr solltet sie euch anschauen. So, und wir kommen hier alles wegburnen. Bevor der Laser uns hier noch verderben kann und wir können durchgehen. Unsere Streitkräfte befinden sich in höchster Gefahr. Haltet sie von dem Strahl fern. Mach mal doch. Ist alles kein Thema. Tut dir mal so, als würden wir das erste Mal das hier spielen. So. Und gleich geschafft und durchgehen. Puh, haben wir ewig Zeit noch. So, und da nochmal schnell vielleicht noch die Leute zerstören. Ich habe seine und schon erledigt. Rückzug. Buchstäblich in letzter Sekunde. Die Richterwaffentechnologie ist sicher an Bord der Speer des Adun verstaut. Wartet, sie umfasst auch einen Kriegerprototyp. Ich muss das näher untersuchen. So, siegreich. Auch alles Solarit mitgenommen. Warpknoten haben wir alle zerstört. Ich glaube, hier ist auch keiner gestorben, oder? Ach doch, verdammt. Ach, beschädigte Einheit. Beschädigt wurde eine, ja. Zerstören Sie in die verbotene Waffe auf dem Schwierigkeitsgrad normal 6 Warpknoten oder Warptor. Na, das haben wir ja auch erledigt. Gut. Gehen wir nochmal auf die Speer des Adun. Ihr wolltet mich sprechen, Phasenschmied. Bagtans, es tut gut, euch zu sehen, mein junger Exekutor. Phoenix? Wie kann das sein? Der Richterprototyp wurde mit seiner geklonten Persönlichkeit ausgestattet. Ihr wart mit seiner ursprünglichen Persönlichkeit befreundet. Da dachte ich, ja, er glaubt, er sei aus seiner Stasis erweckt und zu einem Dragoner umfunktioniert worden. Warum seid ihr hier, Phoenix? Aldaris selbst gab mir den Befehl, nach Glacius zu kommen und den Templern zu dienen. Das ist der letzte Eintrag in seiner Erinnerungsmatrix. Die großen Templer wurden noch auf Befehl der Konklave inkodiert. Wisst ihr von den Experimenten, die auf Glacius durchgeführt wurden? Warum gab euch Aldaris diesen Befehl? Ich bin ein Krieger, Herr Freund. Das wisst ihr besser als jeder andere. Es steht mir nicht zu, den Befehl eines Judikators zu hinterfragen. Er ist technisch hochentwickelt. Eine Adaniumhülle bestehend aus einem Trillik-Kompressionsgeflecht. Es scheint, als sollte er erst der Anfang einer Wiederbelebung des uralten Programms sein. Zu lange diente ich den Willen der Konklave, als hier wie irgendein Tier untersucht zu werden. Ich bin ein Templer und endlich wieder mit meinem teuersten Freund vereint. Ist das nicht ein ruhmreicher Tag? Ihr habt recht, natürlich. Karax, diese Tests sind nicht länger notwendig. Phoenix, willkommen auf der Speer des Adun. So, wir haben also auch einen alten Freund wiedergefunden. Beim nächsten Mal schauen wir uns den auch mal ein bisschen genauer an. Für heute war's das. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!